Hallo, in diesem Screencast soll ein weiterer ressourcensparender, schneller Webserver namens Nginx vorgestellt werden. Ebenso wie Lighty wurde Nginx in C programmiert. Er steht unter der BSD-Lizenz und ist auf der Website nginx.org verfügbar. Viele bekannte große Dienste wie zum Beispiel SourceForge und Wikimedia verwenden den modular aufgebauten Webserver. Inzwischen ist er bei vielen Paketsammlungen enthalten und kann bei etlichen Linux-Distributionen mittels Paketmanager ins System integriert werden. Bei Fedora wird der Installationsstart durch den Befehl su-c-yum-ng-inx herbeigeführt. Gestartet wird der Webserver unter Zuhilfenahme des Kommandos su-c-yum-ng-inx.service. Passwort eingeben. Die Eingabe localhost in den Browser führt nun zur Willkommensseite, die einen auch gleich verrät, wo die Konfigurationsdateien sind, nämlich im Pfad etc und nginx. Und auch, wo die Webressourcen aufbewahrt werden, die dann per Webbrowser zugänglich sind. Und zwar im Ordner User, USR, Share, dann nginx und HTML. Der Neustart wird durch den Befehl su-c Leerzeichen in Anführungszeichen System CTL Restart Leerzeichen nginx.service eingeleitet. Und beendet wird Nginx mittels Anweisung su Leerzeichen -c Leerzeichen in Anführungszeichen System CTL und Leerzeichen Stop Leerzeichen nginx.service. Ciao und viel Glück.